Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen mal wieder ein bisschen Battlefield 1. Diesmal hier den guten alten Kriegstauben-Modus. Wir spielen mit der Shady Gotti, denn wir müssen noch einige Kills mit der machen für den Auftrag. Ich mag die überhaupt nicht. Ich glaube, das sieht man auch gerade ganz gut, warum. Ich kann mit der Waffe einfach nicht gut spielen. Ich finde die nicht gut. Es gibt unfassbar gute Medic-Waffen, an die gehört meiner Meinung nach nicht dazu. Finde die saumäßig scheiße irgendwie. Aber na gut, wir werden es versuchen. Wir müssen damit leider Kills machen. Leider hat Dice ja gesprochen und gesagt, ihr müsst unfassbar schwierige Aufträge erfüllen. Mwahaha. Das werden wir dann auch tun. Halt, bleib liegen. Bleib liegen. Ach komm, jetzt... Und jetzt ist er... Ja, super. Es ist so super. Es ist so bescheuert. Meine Güte. Kann ich hier einen heilen? Nein. Wir sind relativ wenig in der Lobby hier, komischerweise. Ich glaube, der Taubenmodus ist nicht allzu beliebt. Und wir haben einen dicken, fetten Sturmsoldaten hier, sage ich schon. Hier so einen Wachsoldaten. Passt zumindest. Wir müssen noch einige Kills machen, um hier eine Waffe mal freizuschalten. Ich glaube, noch 11 Stück oder sowas mit der Waffe. Zusätzlich müssen wir noch ganz viele Truppheilungen machen. Was theoretisch natürlich möglich ist, aber praktisch schwierig sein wird. So, da hinten müssen wir hin. Ich hoffe mal, die Gegner... Es ist auch komisch. Ich komme hier ins Spiel. Ich treffe nicht einen Schuss. Was? Wo ist denn die hingeflogen? Also, Physik. Physik ist, nicht so die Stärke hier gewesen gerade. Na gut. Ich finde es komisch, dass es nicht Auto-Team-Balance wird, wenn wir jetzt hier 7 gegen 5 spielen. Und ich hier noch reinjoine. Warum bin ich dann der 17 im einen Team? Ach komm. Ich habe 2 Schüsse getroffen, 80 Schaden gemacht und das zählt nicht als Kill-Assist. Ach Mensch. Ach Mensch. Komm, kletter, 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 klettern. Klettern, klettern, jetzt. Ja. Ah, den hätte ich gehabt. Behaupte ich. Gut, dann sammeln wir die... Ne, wir sammeln nicht die Dings ein, aber wir beleben jetzt einen. Wehe, der drückt jetzt auch durch. Na also. Ach komm, ich brauche doch auch mal ein paar Kills hier. Gönnt mir doch mal, liebe Gegner. Aber Truppheilung habe ich bekommen, eine. Gleich noch eine. Komm, komm, komm. Wir folgen jetzt einmal den Wachsoldaten. Ist eigentlich so gut wie abgeliefert, die Dings hier, die... Taube, wenn wir den immer wieder schön heilen, den Kerl. Oh, das ist ja hier ein hoher Punkt. Au, 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 au. Jetzt werden wir uns erstmal selber heilen hier. Komm, nimm die. Ah, ich will den Typen heilen. Nachricht überbracht. Nachricht überbracht. Und da werden wir noch geholt. Egal, da sehen wir jetzt so im Sterben, gucken wir noch in den Himmel. Der Befreiungsschlag kommt von oben. Leider bleiben wir so liegen. Für immer. Und sehen die unendlichen Weiten anscheinend. Sieg. Cool. Gut, ich mache hier einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder bei der nächsten Runde. Kriegstauben. Ich werde einfach hier die nächste Runde nehmen. Also bis gleich. So, liebe Leute. Weiter geht's mit dem Taubenmodus. Kriegstauben. Wir spielen auf Albion. Heißt es so? Ich glaube schon. Es sieht wunderschön aus. Wir werden versuchen, die erste Taube zu ergattern. Nein, die sind schneller als wir da. Das ist ja komisch. Aber wirklich sehr viel schneller als wir da. Ich muss versuchen, hier Leute zu heilen. Das muss ich nämlich machen, hier für meinen Auftrag. 6 Stück noch. Ah, ich mach Kills. Ich mach Kills. Ich mach Kills. Hier, Heilung. Ja, 5 noch. Ich kann es echt schaffen, hier eventuell sogar was freizuschalten. Ich könnte es schaffen. Werde ich es hinkriegen? Das werden wir gleich erfahren. Na gut, klettern wir erstmal hier den Berg hoch, denn die sind immer noch mit der Taube unterwegs. Die Map ist riesengroß. Shit. Ich hab so den Eindruck, mit der Waffe ist auch nicht gut Tauben treffen. Oh nein, jetzt hätte ich auch noch abgeschossen. Ich hab so den Eindruck, die Waffe ist nicht so perfekt, um die Taube dann runterzuschießen. Die hat halt 10 Schuss und ja, muss halt sehr genau treffen. So, immer schön in Bewegung bleiben hier, während des Artillerieschlags, sonst stirbt man. Jetzt mal so ein bisschen umgucken hier. Der Schaden, bleib stehen! Wo rennst du denn hin? Ich will dich doch heilen! Yes! Truppheilung. Noch eine einzige Truppheilung. Was ich auch ein bisschen dämlich finde. Warum muss man denn seinen Trupp heilen? Warum kann man nicht einfach... warum kann man nicht einfach Dings heilen? Ganz normal. Ganz auch hinter mir. Ja. Er sollte eigentlich anstürmen und nicht da irgendwie mit der Schaufel in die Gegend hauen. Und er guckt traurig auf den Boden. Ist er besorgt? Nee, er gibt sich Munition.
Gut, ich guck mal ganz kurz hier rein, denn wir haben fast alles fertig hier schon. 88, 8 Kills brauchen wir. 8 Kills brauchen wir. Ja, ich spawn direkt bei der Taube. Fairer Spawn-Spiel, danke sehr dafür. Finde ich nett. Also, Spawns und Battlefield und Spawns ist kein Problem. Kann ich da rein? Ja, Mann. Battlefield und Spawns ist absolut kein Problem, denn das Spiel ist sehr fair mit den Spawns. Wie komme ich hier raus, ist die Frage. Scheiße. Komm, 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 schreib das zu Ende. Hier ist doch einer drin gewesen, oder? Ja, sage ich doch. Ich habe mich schon gewundert, warum sind denn jetzt die nicht gekommen? Nachricht zugestellt, sehr gut. War total ungerecht, muss ich zugeben. Ist nicht meine Schuld, dass das Spiel mich einfach 5 Meter vor dem Objective spawnen lässt. Ist halt immer sehr, sehr merkwürdig, warum auch immer. Jetzt übrigens kriege ich die Kills, weil ich die Taube losgeschickt habe. Und die Nachricht verfasst habe, deswegen sind das meine Artillerie-Kills. Oh, sieht das hübsch aus hier mit der Sonne, auch wenn sie gerade irgendwie durch alles durchscheint. Boah, was? Wie schnell ich da tot war! Das ist auch die neue Waffe, die der hat. Meine Güte! Entweder hat er mich übel krass getötet, also mehrere Kopfschüsse gegeben oder so, aber ey, meine Güte, war ich da schnell tot. So, diesmal spawne ich nicht direkt bei der Taube, was natürlich ärgerlich ist, aber verständlich. Ich meine, das kann man ja auch nicht immer erwarten. Spiele 2 Runden Kriegstaube. Cool. Das ist sogar mein Auftrag hier, den ich gerade erfüllen muss, irgendwie. Der wird beschossen. Aber wir müssen doch hier hinkommen. Wir sind immer noch sehr wenig in der Lobby, oder? 8 gegen 8. Immerhin ist es fair. Boah, diese Waffe, Mann. Damit treffe ich doch nie was. Kill Assist, nice, sehr gut. Danke, Jungs. Danke, Jungs. Danke, danke, danke. Oh, das ist ein Wachsoldat, hä? Huh? 54 mit 2 Treffern. Nein, der ist einfach weggerannt. Oh, Mann. Oh, 54 mit 2 Treffern ist auch so ein Armutszeugnis bei dieser Waffe, Mann. Ich brauche 4 Schüsse, um jemanden zu töten. Das ist echt nicht geil. Leider, leider echt nicht geil. So, kriegt ihr die noch abgeknallt? Nee. Geht das überhaupt noch? Kann mir das mal einer sagen? Ich denke schon, aber das passiert gerade so selten. Ah, das ist schon wieder der Wachsoldat. In Bewegung bleiben, sonst tötet einen die Artillerie hier. Schön in Bewegung bleiben. Da ist eine Heilung, potenziell. Oh. Immerhin, einen haben wir gekriegt. Einer ist besser als keiner. Das heißt, wir müssen noch ein paar Leute töten hier. Die haben schon wieder 2 Punkte, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Nein, jetzt bin ich bei ihm gespawnt und der ist so weit weg davon. Aber er braucht die Heilung. So, das habe ich ausgeführt hier. 40 Truppheilungen geschafft. Warum auch immer es, wie gesagt, warum auch immer es Truppheilungen sein müssen. Man hätte auch genauso gut normale Heilungen machen können. Von mir aus dann auch 60 oder so, aber warum? Naja. Naja. Der Feind hat die Taube geborgen. Und ungerecht, dass der Feind natürlich wieder näher an der spawnenden Taube steht, als wir zuvor, Alter. Diese Waffe, Mann, diese Waffe. Wie will man denn damit irgendwas treffen? Es ist doch wirklich pure Scheiße. Einfach wirklich Dreck. Ich guck jetzt mal. Weil das lag ja so häufig bei mir daran, mit der Dings hier. Mit dem Aufsatz. Vielleicht geht's ja damit besser. Ich glaube es zwar nicht, aber wir werden es versuchen. So, wir haben die Taube bekommen. Nice. Der eine, der da noch stand, hat anscheinend alles geregelt. So, das hatte nichts mit dem Visier zu tun. Das war eigentlich ein relativer Luckshot. So, wir sollten zu ihm laufen. Nein, er hat sie verloren. Ich hol dich. Da kann man auch so drauf sein, wie man will. Man trifft da echt nicht viel, wenn man so schnell schießt. Nein, das war schon wieder der Wachsoldat. Oh, das ist, warum gibt es hier eigentlich Wachsoldaten beim Taubenmodus? Die haben doch jetzt schon so gut wie gewonnen. Also, genauso wie wir beim letzten Mal. Ja, guck mal, aber wie riesig die Map ist. Also, das ist ein bisschen fail, die Map hier für den Modus. Kannst du nicht machen. Und ich finde es auch noch ein bisschen fail, dass ein Wachsoldat die Taube aufheben kann. Finde ich genauso komisch. Ach, Mann, 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 Mann. Schade. Ich wollte eigentlich wirklich hier noch versuchen, die Waffe freizuschalten. Das trifft auch nicht mal, wenn man langsam schießt. Eventuell war ich ein Stückchen drüber, aber ich glaube eigentlich auch nicht.
Ah, müsste ich nur einen Schuss treffen. Passt nicht. Egal, wir haben immerhin die Heilungen ganz gut hinbekommen. Kriegen wir noch einen Kill hier irgendwo vielleicht? Oder wir kriegen noch einen Tod, meine Güte. Ich laufe da jetzt hoch. Ich hole mir noch einen. Nein, er hat mich geholt. Aber da hat mich auch die Artillerie genau in dem Moment getroffen. Das war echt unglücklich. Schade, Niederlage. Naja, der Taubenmodus ist wieder mal Quatsch auf dieser Map hier. Also das war ja... Also davor die Map war auch schon sehr fragwürdig. Kriegstauben ist einfach ein Modus, der ist sehr unausgereift, finde ich. Es kommt total auf die Map an, wo man den spielt. Auf manchen geht's. Sowas wie Monte Grappa, da geht's vielleicht, aber sonst so... Quatsch. Irgendwie wirklich Quatsch. Naja. Gut, wir gucken mal, ob wir noch was ankriegen hier von irgendwelchen Kisten oder so. Habe ich jetzt schon länger nicht mehr aufgemacht. Ich glaube, ich habe noch eine Kiste übrig, die wollte ich mal aufmachen. Schauen wir mal, dass wir das machen können. Ach, nur noch 400 Minuten, dann kriege ich ein Level up. Also dieses Motivationssystem in diesem Spiel ist göttlich. 400 Minuten ist doch nichts. Ist doch wirklich nichts. So, eine Kiste haben wir noch, sehr gut. Öffnen. Schauen wir mal, was wir da bekommen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, wie gesagt. Gut, das Graue ist, dürfte wahrscheinlich was Schlechtes sein. Sieht aber ganz schick aus, finde ich. Königlicher Befehl, die nehmen wir natürlich mit. Und dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Den Kriegstaubenmodus werde ich, glaube ich, sobald nicht mehr spielen. Der ist irgendwie einfach nicht so dolle. Ich weiß nicht. Besonders mit diesen Wachsoldaten dazu fand ich blöd. Naja, gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.